Ein erstes Modell der Baureihe 94, eingestellt bei der DB, lieferte Fleischmann bereits 1987 aus. Nur ein Jahr später folgte bereits eine RAG-Version. Zahlreiche Varianten folgten, darunter auch einige für das Dreileitersystem. Im Rahmen der Modellpflege spendierte Fleischmann der Lok ein fein detailliertes, zierliches Gestänge, das dem momentanen hohen Fertigungsgrad dieses Herstellers entspricht, beließ die überwiegend angespritzten Leitungen des Kessels aber unverändert. Und das entspricht entschieden nicht dem momentanen Stand der Technik. So kann der zum Jubiläum herausgebrachte Zug nicht rundherum überzeugen. Nicht so ganz überzeugen kann auch der Decoder. Er hält die Geschwindigkeit zwar ohne zu zittern konstant, quittiert die Stufen beim Beschleunigen aber doch mit deutlichem Rucken. Negativ kommt noch hinzu, dass der Antrieb ziemlich laut ist, wie es sich deutlich vernehmen lässt. Auf unserer Drehscheibe mit Märklin-C-Gleis R2 gab es in Bezug auf Kurvengängigkeit wegen der 5 Achsen keine Probleme. Mit einiger Spannung wurde jedoch dem Einsatz auf der heimischen Anlage entgegengesehen. Und noch eine Eigenschaft der Lok sorgte für Stirnrunzeln vorab. Die Lok bringt nur rund 281 Gramm auf die Waage und hat lediglich ein paar Schlappen aufgezogen, und zwar auf den Rädern der zweiten Achse. Die ist horizontal steif gelagert, ebenso wie die ebenfalls direkt angetriebene dritte und die über Kuppelstangen bewegte fünfte Achse. Die erste und vierte Achse federn als einzige horizontal. Alle Achsen lassen sich jedoch gut seitlich verschieben. Auf der Rollenwaage stemmte die Lok gerade mal 50 Gramm. Ein gewisses Misstrauen in ihrer Gebrauchstauglichkeit auf Kreisbögen mit R1 im Schattenbahnhof der heimischen Anlage und auf der Steilrampe mit ihrer 4% Steigung schien daher durchaus angebracht. Die erste Fahrt absolvierte die Lok solo, durchfuhr den Kreisbogen R5 erwartungsgemäß problemlos, hoppelte über den Linksabzweig einer Weiche, ohne aber zu entgleisen, und surrte problemlos durch den Schattenbahnhof mit Gleisbögen R1 und 3er Weichen. Die anschließende Steilrampe bewältigte die 94er in Solofahrt natürlich ebenfalls einwandfrei. Im Folgenden wurde immer ein Wagen mehr angehängt, um die Traktionseigenschaften auszuloten. Ihr Dreier-Set bereitete keine Probleme und selbst drei zusätzliche vierachsige Wagen von Märklin brachten die Lok auf der Steilrampe nicht an ihre Grenzen. Lediglich die eine Weiche brachte die Lok immer wieder aus der Spur, ohne dass sie jedoch komplett entgleiste. Das Misstrauen erwies sich nach dem praktischen Einsatz als grundlos. Die Lok meistert enge Kurvenradien,
glänzt an Steigungen und ist vor allem im Bereich Gestänge eine Augenweide. Fleischmann reiht das Set in die Epoche 3 ein, das ist die Zeit von 1945 bis 1970.